ich die Türe zumachen? Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Thomas Lohninger, ich bin Geschäftsführer von Epicenter Works. Wir sind eine Datenschutzorganisation, die dieses Jahr ihr 10-jähriges Bestehen feiert und heute zu dieser Pressekonferenz geladen hat, anlässlich der Präsentation unseres Handbuchs Überwachung. Bevor wir ins Podium geben, will ich ganz kurz mal die Idee der Überwachungsgesamtrechnung vorstellen, die uns heute hergebracht hat. Und dazu ein kurzes Zitat. Die moderne Informationstechnik gebe es her, alle Aktivitäten aller Bürger umfassend und vollständig zu überwachen. Die verfassungsrechtlich geforderte zivilisatorische Leistung ist es, im Interesse der Freiheit darauf zu verzichten. Dieses Zitat des deutschen Rechtswissenschaftlers Alexander Rosnagel wurde anlässlich des Urteils des deutschen Bundesverfassungsgerichtes 2010 formuliert. Damals hat das deutsche Höchstgericht die Vorratsdatenspeicherung in Deutschland aufgehoben. Und wir als ein Verein, der früher mal AK Vorrat, Arbeitskreis Vorratsdaten hieß und als einziges Ziel die Abschaffung der Vorratsdatenspeicherung hatte, für uns war das damals natürlich ein historischer Moment. Wir haben uns auch im Februar 2010 als Verein gegründet und die Idee der Überwachungsgesamtrechnung war für uns immer ein wichtiger Punkt und deswegen will ich das kurz ausführen. In der modernen Informationsgesellschaft ist es so, dass die Daten aus verschiedenen Überwachungsmethoden miteinander verknüpft werden. Wenn ich Daten aus dem Mobilfunknetz bekommen kann, kann ich die verbinden mit Kreditkartendaten, mit Daten aus Social Media Kanälen, mit allem, was ich im Internet über diese Person finde. Und daraus ergibt sich ein immer dichteres Bild über die einzelne Person. Und die Logik einer Überwachungsgesamtrechnung ist es deshalb, genau all diese Überwachungsmethoden auch in die Gesamtschau zu nehmen und die aus technischer, aus rechtlicher und auch aus soziologischer Sicht zu analysieren, weil eben die einzelne Maßnahme einem nicht erlaubt, genau so tief zu schauen, wie es notwendig ist, um wirklich den Gesamteingriff in die Privatsphäre zu ermessen. Und wenn man so eine Überwachungsgesamtrechnung macht, dann sind Fragen, die man sich dabei stellt, was ist überhaupt erlaubt in einem Land? Also welche Bestimmungen gibt es, die Überwachungsmaßnahmen erlauben? Dann fragt man sich aber auch, was kann denn die Technik, die wirklich eingesetzt wird, und stimmt das überhaupt mit dem überein, was rechtlich erlaubt wäre? Da gibt es zum Beispiel Beispiele wie IMSI-Catcher, wo das nicht übereinstimmt, wo die Technik mehr kann, als die Gesetze der Polizei eigentlich erlauben. Man stellt sich auch die Fragen, wie oft Überwachungsmaßnahmen eingesetzt werden, wie effektiv die an diesen Stellen sind, welche Maßnahmen vielleicht ganz oft eingesetzt werden, aber nicht wirklich Ermittlungserfolge zeitigen. Und wo hilft es, aber man kommt damit trotzdem nicht weiter. Und ganz wichtig in einer Überwachungsgesamtrechnung ist aus unserer Sicht auch die soziologische Perspektive, was Überwachung denn macht mit einer Gesellschaft. Vor allem eben mit den Teilen der Gesellschaft, die besonders vulnerabel sind. Und wenn man so eine Evaluierung gemacht hat, dann ist das Ziel davon, dass Maßnahmen, die sich als überschießend erweisen, als unverhältnismäßig oder einfach als ineffektiv, die dann auch aufgehoben werden. Sprich, man versucht, die gesetzgeberische Tätigkeit wieder mit den Grundrechten und den Anforderungen der EU-Grundrechtecharta und unserer Verfassung in Einklang zu bringen. Also man könnte sagen, das Ziel einer Überwachungsgesamtrechnung ist es letztendlich, den Überwachungsstaat auf ein grundrechtskonformes, verhältnismäßiges und effektives Maß zurückzubauen. Ich habe eingangs über die Geschichte unseres Vereins gesprochen. Wir haben 2011 eine Bürgerinitiative gemacht, Zeichnen mit AT. Das war bis zum damaligen Zeitpunkt die erfolgreichste Bürgerinitiative in der Geschichte der Zweiten Republik. 106.067 Menschen haben unterschrieben für zwei Forderungen. Die erste Forderung war, dass sich die österreichische Bundesregierung auf EU-Ebene gegen die Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung aussprechen soll. Der wurde schon nicht nachgekommen. Wir mussten dann zum Europäischen Höchstgericht ziehen, um die Richtlinie aufzuheben. Aber die zweite Forderung, die oft übersehen wird, ist, dass alle sonstigen Überwachungsgesetze im Hinblick auf ihre Grundrechtstauglichkeit und Effektivität hin evaluiert werden sollen.
Also im Grunde haben wir auch damals schon eine Überwachungsgesamtrechnung als Forderung, der sich über 100.000 Menschen angeschlossen haben. Wir haben dann als erstes Projekt, nachdem wir 2014 die Vorratsdatenspeicherung aufheben konnten, die Überwachungsgesamtrechnung in Angriff genommen. Dieses Projekt, das 2014 noch von der NetID gefördert wurde, 2016 in der ersten Auflage zum Abschluss gebracht. Damals hieß es noch der Handlungskatalog der Evaluierung von Antiterrorgesetzen, kurz HIT. Und heute sind wir stolz, die zweite Auflage dieses Buches präsentieren zu können, die sich ganz stark verbessert hat, vor allem viel zugänglicher geworden ist, viel stimmiger und auch viel umfänglicher in vielen Bereichen. Und dazu aber wird gleich die Herausgeberin Angelika Adensammer noch mehr erzählen. Ganz kurz nochmal die Zielgruppe dieser Publikation. Sind natürlich die Entscheidungsträgerinnen, also Politikerinnen, genauso wie Leute in den Ministerien, Legistinnen, Journalistinnen, Wissenschaftlerinnen sind eine ganz starke Zielgruppe, die wir im Blick hatten. Genauso aber auch Aktivistinnen wie wir selbst und natürlich auch die gesamte interessierte Bevölkerung, die einen Einstieg in das Überwachungsthema finden will. Wo gibt es denn bereits so Ansätze für so eine Überwachungsgesamtrechnung? Ich habe schon erzählt, das ist nichts, das unser Verein sich ausgedacht hat. Wir lehnen uns hier ganz stark an Karlsruhe, an das deutsche Bundesverfassungsgericht an. Wir haben aber auch Beispiele in einigen Bundesstaaten der USA, wo Überwachungsgesetze auch mit einem Ablaufdatum, mit einer sogenannten Sunset Clause versehen werden und dann auch regelmäßig evaluiert, ob sie sich bewährt haben oder nicht. Und genau solche Sunset-Klauseln sind etwas, das wir auch immer Wind gefordert haben und wo es einen positiven Trend gibt seit zwei Legislaturperioden, dass die österreichische Bundesregierung, egal welche Ausprägung, immer öfter Gesetze mit Ablaufdatum macht. Und das ist gut, weil dann hat man nicht ewig alte Bestimmungen wie die Rasterfahndung, die gar nicht mehr zur Anwendung kommen, aber dem Staat immer noch sehr mächtige Kompetenzen geben. Und zuletzt hast natürlich auch die Arbeit unseres Vereins ganz viel mit der Überwachungsgesamtrechnung zu tun. Wenn Sie sich in unsere Rolle reinversetzen, wir fühlen uns ganz oft wie Sisyphus, dass wir einzelnen Überwachungsgesetzen hinterherlaufen und auch wenn wir es mit mühsamer Arbeit geschafft haben, die abzuschaffen, wie die Vorratsdatenspeicherung zum Beispiel, gibt es immer wieder mal die Forderungen, die einzuführen oder in neuer Form wie die Kfz-Überwachung einzuführen. Und da müssen wir ganz viel kampanisieren, Aufklärungsarbeit leisten und eben leider auch recht oft zu Höchstgerichten gehen, damit diese grundrechtswidrigen Gesetze wieder aus dem Bestand kommen. Weiteres Beispiel aus der jüngeren Geschichte ist der Bundestrojaner, der 2016 von uns verhindert wurde, als Justizminister Brandstätter den vorgeschlagen hat. 2017 gab es wieder einen Vorstoß der Legalisierung staatlichen Hackens, konnten wir wieder verhindern. 2018 unter Kickl wurde es beschlossen und letztes Jahr hat der Verfassungsgerichtshof dieses Überwachungsgesetz aufgehoben. Kurzum, uns geht es um Evidence-Based Policymaking, uns geht es darum, dass die Regierung in jeder Form, wo sie Grundrechte einschränkt, immer auch einen Rechtfertigungszwang hat, ob das, was sie da gerade tut, wirklich notwendig, nützlich und verhältnismäßig ist. Und zuletzt will ich darauf verweisen, dass auch das aktuelle Regierungsprogramm bereits die Forderung einer Überwachungsgesamtrechnung enthält. Auf Seite 155 des türkis-grünen Regierungsprogramms können Sie lesen, gläserner Staat statt gläserner Bürger, umfassende Evaluierung gesetzlicher Regelungen von Ermittlungsmaßnahmen bestehender Überwachungssysteme unter Einbindung der Zivilgesellschaft und unabhängiger Expertinnen und Experten sowie Erstellung eines Berichts. Das heute vorgestellte Handbuch Überwachung ist die perfekte Basis für die Umsetzung dieses Punktes des Regierungsprogramms. Zuständig sind Justizministerin Alma Sadic und Innenminister Nehammer, die wir hier auch ganz klar dazu aufrufen heute, sich an die Umsetzung dieses Punkts aus dem Regierungsprogramm zu machen. Wir haben die Hausaufgaben für Sie in Teilen schon gemacht. Was wir heute vorstellen, ist natürlich noch nicht die volle Überwachungsgesamtrechnung, wie wir uns das vorstellen. Einerseits, weil wir nicht das unabhängige wissenschaftliche Institut sind, das man beauftragen sollte mit so einer Evaluierung und auch, weil wir keine Akteneinsicht haben. Wir haben uns ganz stark auf Informationsfreiheits- und parlamentarische Anfragen gestützt, weil wir natürlich nicht in die geheimen Akten und in die Ermittlungsakten Einsicht haben. Das bräuchte man aber, wenn man wirklich sinnvoll evaluieren will. Und wir wissen aus Zivilgesellschaft und Wissenschaft, dass es eine hohe Bereitschaft gibt, wenn es eine Einladung der Politik gibt, zum Beispiel in einer Taskforce, um sich heute noch an die Umsetzung dieser Forderung aus dem Regierungsprogramm zu machen.
Und damit muss man auch anfangen, wenn sich das in der jetzigen Legislaturperiode noch ausgehen sollte. So viel mal zu mir, zum politischen Teil. Und damit übergebe ich an Angelika Adensheimer, Herausgeberin des Handbuchs Überwachung. Dankeschön. Mein Name ist Angelika Adensheimer. Ich habe dieses Handbuch herausgegeben, damals noch bei Epicenter Works. Ich bin jetzt angestellt beim Forschungsinstitut WCES, Vienna Center for Societal Security, und arbeite noch in einem ähnlichen Bereich. Mein Kollege Thomas Lohninger hat schon gesagt, wir leben in einer Zeit, in der immer mehr überwacht wird, in der es immer mehr Daten über uns gibt. Das hängt auch mit der Verwendung unserer Smartphones und Computer zusammen, die von, quasi von selbst, oder es liegt in ihrer Natur, dass sie Daten und Protokolle produzieren, die dann auch Aufschluss über unser Verhalten und über unser persönliches Leben geben können. Diese Daten werden für alles Mögliche verwendet. Das eine ist, dass man das für Werbung und Manipulationen, die natürlich auch oft in der Debatte stehen, verwenden kann. Das andere ist, dass auch staatliche Behörden darauf einen Zugriff suchen. Und oft ist das Argument, es gibt doch diese Daten, warum sollen wir die nicht verwenden für etwas, was so einen angeblich offensichtlichen Nutzen hat wie die Strafverfolgung. Ich glaube, dass man im Bereich der Polizei und des Staates besonders genau hinschauen kann, aus dem Grund, dass man sich dort am allerwenigsten dagegen wehren kann. Es ist zwar auch schwierig, sich gegen die Überwachung der sozialen Medien zu wehren, aber man hat dort zumindest noch einen Einfluss darüber, wie man das nutzt, und muss grundsätzlich einwilligen. Wenn jetzt auch der Staat noch mehr Massenüberwachung einsetzt, wird es für die Einzelnen sehr viel schwieriger, das zu kontrollieren und zu überblicken. Und gerade wenn man von ganz großen Datensätzen spricht, also Big Data, wo tatsächlich flächendeckend überwacht wird, worum es hier auch viel geht, und darin sozusagen nach verdächtigem Verhalten gesucht wird, dann betrifft es wirklich nicht nur Personen, die irgendwo im Verdacht stehen, eine strafbare Handlung begangen zu haben oder mit jemandem Kontakt zu haben und so weiter, sondern dann bedeutet das wirklich flächendeckende Überwachung und die Suche nach verdächtigem Verhalten durch Algorithmen darin. Und das ist wirklich etwas, was alle betrifft und worauf man ein sehr genaues Auge haben muss. Ich möchte noch mal stärker ins Detail gehen, was die Gedanken hinter der Überwachungsgesamtrechnung sind und warum diese Befugnisse nicht nur im Einzelnen betrachtet werden können, abgesehen davon, dass es auch relativ schwer ist, überhaupt diese gesamten Befugnisse zu überblicken. Das heißt auch als Juristin und vor allem nicht, wenn ich als Juristin nicht aus dem Fachgebiet bin und auch wenn ich aus dem Fachgebiet bin, ist es schwierig, einen kompletten Überblick zu bekommen, welche Datenbanken gibt es, welche Behörden haben darauf Zugriff, unter welchen Umständen dürfen welche Behörden welche Daten über mich ermitteln, und dann auch verarbeiten. Das ist undurchsichtig, weil es in verschiedene Gesetzesmaterien verteilt ist, weil die Datenbanken in verschiedenen Stellen liegen und weil zum Beispiel auch schon eine kleine Bestimmung über den Zugriff auf eine Datenbank, über das Teilen und Weiterleiten von Daten aus einer Datenbank da sehr viel ändern kann. Das ist etwas, wir hatten auch versucht, diese Datenbanken zu mappen, und es hat sich als sozusagen nochmal größer als auch schon dieses Projekt herausgestellt, das umfangreich zu machen. Und das ist auch etwas, was auf jeden Fall Teil einer Überwachungsgesamtrechnung sein sollte, Datenbanken aufzuzeigen, zu zeigen, wer da alle drin ist, mit welchem Anlass man da drin ist und dann auch die Verknüpfungen zwischen den Datenbanken und die Zugriffe auf die Datenbanken so zu zeigen, dass man das versteht und nachvollziehen kann. Und auch das würde nicht reichen, aus verschiedenen Gründen. Etwas, was wir hier gemacht haben, ist der Versuch, das aus der Perspektive der Bürger und Bürgerinnen zu sehen und nicht nur aus der Perspektive der einzelnen Maßnahme. Wenn eine Maßnahme eingeführt wird, dann sagt man, ja, aber das kann uns in diesen Fällen helfen. Es kann uns natürlich bei der Verfolgung von diesen und diesen Straftaten helfen, aber man sagt selten dazu, welche anderen Daten hätte es auch gegeben, welche anderen Möglichkeiten hätte es gegeben und inwiefern, und wir verwenden da den Begriff des Überwachungsdrucks auf Individuen, inwiefern erhöht das den Druck auf die Bevölkerung im Bereich ihrer Privatsphäre und ihres Datenschutzes. Das bedeutet quasi, es kann sein, dass dann auch noch die Fluggastdatenverarbeitung, zu der ich vielleicht noch ein bisschen was sagen werde, noch einen Mehrwert hat, aber wenn man sich anschaut, also als Beispiel,
Man hat außerdem auch die Location-Daten von einem Smartphone und man hat außerdem auch eine Kfz-Überwachung auf den Autobahnen und hat außerdem auch eine Überwachung oder eine Registrierung an verschiedenen Orten des öffentlichen Raums durch Videoüberwachung, dann wird Stück für Stück ein gesamtes Bewegungsprofil möglich von einer Person. Und das hätten die einzelnen Maßnahmen nicht. Das heißt, wenn wir sagen, okay, aber das eine ist nur bei Flugreisen und das andere ist ja nur auf den Autobahnen und das andere ist nur in bestimmten öffentlichen Plätzen, könnte man jeweils sagen, aus dem Einzelnen ist kein gesamtes Bewegungsprofil möglich, aus dem Kombinierten dann aber schon. Und das ist sozusagen der Blick dieser Überwachungsgesamtrechnung, warum der, glaube ich, eine Mehrheit hat in der Gesamtheit. Eine andere Grundüberlegung ist, dass sich die Funktion der Überwachung und das Ausmaß der Überwachung mit der Zeit geändert hat, auch in Bereichen, in denen sich die Gesetze nicht geändert haben. Das hat einerseits den Grund, dass die Technologie vorangeschritten ist. Beim Einführen einer Überwachungsbefugnis wird eine Verhältnismäßigkeitsprüfung gemacht. Das heißt, man sagt, steht die Überwachung im Verhältnis dazu, was sie tun kann, was ihr Mehrwert ist, was ihre Effizienz ist. Wenn man nun ganz neue Technologien darauf anwendet und der Eingriff sehr viel stärker wird in die Privatsphäre von Menschen, dann ändert sich diese Abwägung möglicherweise. Das heißt zum Beispiel, also da haben wir öfter in dem Zuge dessen haben wir über die Gesichtserkennung zum Beispiel gesprochen. Die Gesichtserkennung wird heute angewendet auf der Befugnis einer normalen Videoüberwachung. Nur, was eine automatisierte Gesichtserkennung kann, ist sehr viel mehr als einfach eine Videoüberwachung, wo ich mir Videos, gespeicherte Videos anschauen kann oder ob ich stundenweise Material auf eine Weise analysieren kann, dass es mir ausspuckt, wer diese Personen möglicherweise sind. Das heißt, auch in dem Hinblick müsste man diese Befugnisse neu evaluieren. Was auch eine Veränderung von bestehenden Befugnissen bedeutet, ist die Größenordnung tatsächlich. Wir haben heute sehr viel mehr Möglichkeiten, sehr viel mehr Daten auf einmal in einer höheren Geschwindigkeit zu verarbeiten und diese wird auch genutzt. Das heißt, die Daten werden mehr und größer, gerade wieder im Hinblick auf Massenüberwachung. Wir haben teilweise Datensets von Millionen, das wären Dinge, Datensets gewesen, die früher nicht verarbeitbar gewesen wären. Also die rein von der Arbeitslast und von der quasi Rechenleistung nicht verarbeitbar gewesen wären. Jetzt lassen sich aber nicht alle Analysemethoden in diese Größenordnung übertragen. Und da ist das große Problem der falschen Positiven. Man hat bei einer bestimmten Fehlerrate immer falsche positive Treffer in einer automatischen Analyse. Und je größer die Datensätze werden, desto mehr falsche positive werden es. Und da führt nichts dran vorbei tatsächlich. Das heißt, man wird sich damit auseinandersetzen müssen, wenn man automatisierte Analysen dieser Art hat, wie man mit diesen falschen Positiven umgeht. Es wird Möglichkeiten geben müssen für Menschen, sich zu beschweren, wenn sie ein falscher positiver Treffer sind. Es muss viel mehr Wissen darüber geben, was diese Fehlerraten bedeuten, was diese Wahrscheinlichkeiten bedeuten und was deswegen auch die Wahrscheinlichkeit ist, dass es zu falschen Treffern kommt. Das heißt, und ein falscher Treffer kann bedeuten, dass eine Person ohne Grund kontrolliert wird, verdächtig wird, auf Gefährderdatenbanken kommt, vielleicht sogar ein Verfahren hat. Und das ist alles auch schon passiert. Das passiert auch schon bei Analysen, die man eigentlich für quasi 100% sicher hält, wie Fingerprint Matching. Da sagt man, das hat sozusagen eine absolute Wahrscheinlichkeit. Auch da sind schon Fehler passiert, waren Menschen in Urhaft, ohne dass sie irgendetwas mit dem Tatort oder mit der Tat zu tun hatten, einfach aufgrund dessen, dass man in so großen Datensets gesucht hat, wo man halt irgendwas findet. Genau. Am Schluss von dem Ganzen soll, wie auch der Kollege Thomas Lohninger schon gesagt hat, ein Rückbau stehen, eine bessere Zielgerichtetheit, dass man die Maßnahmen behält, die sinnvoll sind, dass man die Datenbanken eingrenzt, dass man sich die Gefahren auch der Technologie und der Analysemethoden der Algorithmen anschaut und dass man das Ganze sozusagen nicht nur als Fleckerlteppich begreift, wo hier und da ein bisschen etwas angepasst wird, meistens wird es ausgeweitet, selten zurückgenommen, sondern dass man sozusagen
ein Gesamtkonzept hat, in dem auch die Grundrechte und Beschwerdemöglichkeiten ausgebaut sind. Was hat jetzt unser Handbuch damit zu tun? Es ist im Ganzen eine sehr komplexe Debatte, die aber alle betrifft. Und die Idee ist deswegen, diese teilweise sehr technischen, teilweise rechtswissenschaftlichen Themen auf eine Weise aufzubereiten, dass sie mehr Menschen nachvollziehen und verstehen können und dann auch Teil dieser Debatte werden können und sich sozusagen auch politisch einbringen können mit ihren eigenen Positionen und Gedanken dazu, was nun zu viel ist und was die Strafverfolgung können muss. Wir haben das aufgebaut in verschiedenen Kapiteln. Es ist auch nicht rein, also hat einen stark rechtswissenschaftlichen Fokus, aber nicht alleine. Es beginnt mit Kapiteln über Überwachung und Gesellschaft. Da geht es einerseits eben um die Auswirkungen von Überwachung auf Gesellschaft. Es ist ein historischer Abriss drin von Überwachungsbefugnissen in Österreich. Und es geht um Überwachungstechnologien, Algorithmen und Big Data. Dann gibt es einen großen Block zu den einzelnen Überwachungsbefugnissen. Da werden einerseits in einem Überblickskapitel Grundbegriffe erklärt, wie zum Beispiel, was macht der Rechtsschutzbeauftragte, wie schaut es aus mit Berufsgeheimnisträgern und Beweisverwertungsverboten und so weiter, die auf alle dieser Befugnisse zutreffen. Und dann ein bisschen mehr im Detail Befugnisse wie die verdeckte Ermittlung, die Videoüberwachung, die Telekommunikationsüberwachung und bestimmte umstrittene Befugnisse, die ganz besondere Debatten ausgelöst haben, wie zum Beispiel der Bundestrojaner, der schon erwähnt worden ist, die Fluggastdatenspeicherung, die Kfz-Überwachung und der Zugriff auf Section Control, was immer wieder aufkommt, die Rasterfahndung und die Beschlagnahme von Briefen. Und da sind jeweils die gesetzlichen Grundlagen ein bisschen erklärt, die Geschichte der Befugnisse, eine Debatte, wenn es dazu gab, die Kritik daran, wenn es eine gibt, und soweit wir wissen, die Zahlen, die wir aus den Anfragen und Berichten des Innenministeriums haben. Der nächste Block betrifft Grundrechte. Es sind verschiedene Grundrechte hier und sozusagen das Case Law dazu dargestellt. Das ist nicht nur das Grundrecht auf Privatleben und auf Datenschutz, die sozusagen die offensichtlichsten betroffenen Grundrechte sind in dem Bereich, sondern auch die Freiheit der Meinungsäußerung und die Versammlungsfreiheit und das Recht auf ein faires Verfahren. Und schließlich dazu auch die Rechte aus dem Datenschutz werden auch aufgezeigt. Und ganz zum Schluss haben wir noch einen Block zu Gesetzesevaluierung, was eben auch der praktische Teil der Verwendung sein soll, dass man sagt, wie werden Gesetze eigentlich evaluiert, was sollte alles passieren, bevor sie eingeführt werden oder dann in dem Fall eben auch, wenn sie schon eingeführt worden sind. Wir haben hier lange Checklisten, das sind alles Fragen, die man stellen sollte über Maßnahmen und deren Anwendung. Es kann sein, dass nicht alle für jedes zutreffen, es ist sehr umfangreich. Es kann auch sein, dass es noch viele gibt, an die wir noch gar nicht gedacht haben, aber das wäre sozusagen ungefähr ein Leitfaden dafür, wie man mit solchen Gesetzen umgeht. Oder was man hier zu debattieren könnte. Dieses Buch ist interdisziplinär entstanden. Wir haben quasi uns sehr daran orientiert, wie wir das gerne verwenden würden selber. Es hat so schöne Notizen auf der Seite, es hat ein Glossar, ein Rechtsmittelverzeichnis und alles mögliche Grafiken. Und es ist sehr stark aus sozusagen dem Wunsch, so etwas zur eigenen tatsächlichen praktischen Benutzung auch zu haben. Ich habe manchmal gesagt, ich schreibe das für mich selber, für meine Arbeit, damit ich das nachher habe und nachher auch tatsächlich verwenden kann. Ich habe es auch tatsächlich, seit es gedruckt ist, auch schon mehrmals so verwendet und war sehr froh. Also die Hoffnung ist, dass es auch für viele Leute, die nicht aus dem Bereich sind, so als Nachschlagewerk verwendet werden kann, dass man einen klaren Überblick hat und auch schnell etwas suchen kann. Es ist nicht etwas, was man von vorne bis hinten lesen muss. Genau, ich möchte an der Stelle auch den vielen Autorinnen und Autoren danken. Das sind Andreas Zack, Alina Hahnl, Marlene Kreil, Reinhard Kreisel, Hanna Prokotzka, Theresa Schwaninger, Lisa Seidel, Erwin Ernst Steinhammer, Christoph Tschol, Herbert Waloschek, Levin Wodke und ich. Wir haben das sozusagen in verschiedenen Bearbeitungsstufen und mit sehr verschiedenen Beitragen gemeinsam erarbeitet und herausgebracht.
Und vielen Dank auch an die Fördergeber NetIdee, die auch schon die erste Auflage gefördert haben, wie wir gehört haben, und die Arbeiterkammer. Ja, und danke für Ihr Interesse. Damit gehen wir jetzt weiter an Mia Wittmann-Tiewald. Einen schönen guten Morgen. Mia Wittmann-Tiewald ist mein Name. Ich bin eine Vertreterin der Vereinigung der österreichischen Richterinnen und Richter. Die hat mehrere Untergruppen, wie Familienrecht, Strafrecht, und eine Untergruppe in der Richtervereinigung ist die Fachgruppe Grundrechte, wo ich Co-Vorsitzende bin. Und als solche haben wir schon sehr früh mit AK Vorrat zusammengearbeitet und jetzt auch mit Epicenter Works, weil wir uns, und das haben wir über Jahre beobachten können, dass sie eine sehr gediegene, nachhaltige Arbeit leisten, auf die wir uns gerne stützen und die wir selbst nicht erbringen könnten. Und so ist das jetzt auch mit dem Handbuch Überwachung in der zweiten Auflage. Die ist für uns eine große Unterstützung. Sie haben das selber gemerkt, es ist eine sehr profunde Zusammenstellung der staatlichen Überwachungsmaßnahmen und staatlichen Überwachungsinstrumente. Von den privaten Datenakkumulationen haben wir schon gehört, ich werde sie auch etwas später kurz erwähnen. Wir alle können noch nicht überblicken, was die Digitalisierung ermöglicht und welche Gefahren damit verbunden sind. Und das gilt auch für uns Juristinnen und Juristen. Wir müssen uns die Digitalisierung vorstellen, eine tektonische Veränderung wie die industrielle Revolution. Es wird Jahrzehnte dauern, bis wir hierzu eine politische, wirtschaftliche und soziale Tragfähigkeit herstellen können, und hier ist die gesamte Gesellschaft gefordert. Ich darf ein Beispiel bringen, wie sollen wir umgehen mit der Digitalisierung und den Möglichkeiten und Gefahren. Stellen wir uns vor, die Motorisierung. Mit dem Bau von Autos und Straßen war es nicht getan. Es ist dann die Straßenverkehrsordnung gekommen, es ist die Haftpflichtversicherung gekommen, andere Haftungsregelungen sind gekommen. Man hat die Medizin ausgerichtet auf die spezielle Unfallchirurgie, die Rehabilitation, man hat bei den Gerichten spezielle Verkehrsabteilungen eingerichtet. Und so ähnlich muss man sich das bei der Digitalisierung vorstellen. Um diesen komplexen Bereich sozusagen gut lebbar zu machen, handhabbar und lebbar zu machen. Neue Technologien sind verlockend. Ich will die Digitalisierung überhaupt nicht verteufeln, im Gegenteil. Wir wollen diese Technologien ebenfalls nutzen, natürlich auch in der Justiz. Wir arbeiten daran. Aber der Rechtsstaat erfordert, dass das politische Zentrum der Demokratie einen rationalen Konsens findet und klare Spuren zieht. Und die Grundrechte sind hier die wesentlichen Grundpfeiler. Daran hat sich Politik, das Parlament zu orientieren, aber letztlich haben dann die Gerichte die exakte Grundrechtsprüfung zu machen. Es ist oft nicht so einfach, ist dieser Eingriff in das Grundrecht der Privatheit, in den Datenschutz, ist der jetzt noch verhältnismäßig oder nicht? Das ist eine schwierige Abwägungsfrage. Ich nenne aktuelle Beispiele, sie sind alle schon gefallen, oder ältere Beispiele, die Vorratsdatenspeicherung. Ich war mit einer der Antragstellerinnen beim Verfassungsgerichtshof. Der Antrag selbst war sehr komplex, der Verfassungsgerichtshof hat sich sehr geplagt. Er hat dann die Entscheidung beim Gerichtshof der Europäischen Union angefochten, nicht die Entscheidung, sondern die Richtlinie. Der EuGH hat dann die Richtlinie aufgehoben und der VfGH zurückkommend hat dann die innerstaatlichen Regelungen aufgehoben. Und man sieht, dass allein dieser eine Weg extrem aufwendig und argumentationsintensiv ist. Aber den haben wir zu leisten. Das
unter dem Motto, Komplexität ist zumutbar. Wir sind eine komplexere Gesellschaft und wir müssen das machen und wir müssen diese Sisyphus-Arbeit machen auf den verschiedensten Ebenen, aber durchaus mit Zuversicht, weil ja die Digitalisierung auch viel ermöglicht. Aber es soll nicht zu einem Dauerschaden werden für eine einzelne Person und auch nicht für die Demokratie. Vorratsdatenspeicherung oder eben die Aufhebung des Sicherheitspakets 2017 mit dem Bundestrojaner oder der EuGH, die letzte Entscheidung, wo er den Privacy Shield für unwirksam erklärt hat. Das sind alles Marksteine und wichtige Entscheidungen. Das ist auch die Rolle der Gerichte, dass die dann letztlich das Maß geben, was geht nicht mehr. Aber es wäre ja viel besser, wenn es gar nicht zu den Gerichtsverfahren kommen muss, sondern wenn es schon im parlamentarischen Prozess oder auch schon bei der EU, bei der Richtlinie, also Stichwort Vorratsdatenspeicherung, dass dort die Grundrechteprüfung intensiver erfolgt. Und in diesem Zusammenhang ist, und das haben wir von Anfang an unterstützt, die Überwachungsgesamtrechnung. Das ist wesentlich. Was bedeutet die Gesamtheit der Instrumente? Und ich kann es insofern ein Offenbarungseid sagen, ich weiß es auch nicht. Oder wir wissen es auch nicht. Das kann man nicht als Einzelperson so überblicken. Das muss wissenschaftlich bearbeitet werden. Und nicht nur in Österreich, sondern das muss eine Forderung sein, die in der, ein Standard in der EU. Abschließend ein paar Worte zur privaten Überwachung machen. Wir sprechen ja bereits von einem Überwachungskapitalismus. Große Unternehmen wie die Big Five, Sie kennen sie alle, haben weit größere Datenakkumulationen, als es die Staaten haben. Bei den Usern besteht aber wegen dieser hohen Abstraktion nicht die leiseste Vorstellung, welchen Wert all ihre Daten für diese kompilierten Informationen haben. Und das kann ja dann hingehend bis zu Wahlmanipulationen und so weiter. Und hier ist vor allem die EU gefordert, rechtliche Rahmenbedingungen zu schaffen, die auch für einzelne Mitgliedstaaten verbindlich sind. In vielen Fällen sind einzelne nationalstaatliche Regelungen greifen zu kurz. Vielleicht ist es möglich, also das ist aber sozusagen ein noch größeres Projekt, ein Handbuch der kommerziellen Überwachung zu erstellen, und wo man auflistet, wohin die Daten gehen, was damit geschieht, was ist, wenn ich soziale Medien-Messenger-Dienste besuche, wenn ich Online-Bestellungen mache, überall bestätige ich, dass ich die Cookies akzeptiere, weil sonst kann ich die Bestellung nicht machen. Nur als Hinweis, das ist sicherlich auch notwendig, wie man das leisten kann, weiß ich nicht. Ich komme zurück zum heutigen Thema der staatlichen Überwachung. Ja, die Kontrolle ist wichtig, aus mehreren Seiten, auch seitens der Gerichte. Wir müssen sehr wohl abwägen die Fragen der Strafverfolgung, der Verfolgung von Kriminalität. Aber wie kann die gemacht werden, dass es grundrechtskonform geschieht? Und diese Auflistung im Handbuch Überwachung ist wirklich ein sehr wertvoller Erstinformation für uns Juristinnen und Juristen. Wir gehen dann in die Gesetze hinein, natürlich. Aber diesen Überblick, diese Zusammenstellung und in der Folge auch diese Überwachungsgesamtrechnung ist uns eine große, große Unterstützung. Herzlichen Dank an diese Gesetze und speziell an mich. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Danke mir, danke Angelika. Dass die Publikation heute hier in der Form schon mal aufliegt für
alle Leute, die heute bei der Pressekonferenz dabei sind, aber auch unter Handbuch-Überwachung online verfügbar ist, natürlich unter einer freien Lizenz. Also Sie können dieses Werk auch gerne remixen und wiederverwerten. Und es gibt dort auch die Möglichkeit, eine gedruckte Variante des Buches zu beziehen und gegen einen sehr kleinen Kostenbeitrag eben den Buchdeck, das dann auch auf australischen Weg geliefert zu bekommen. Ich glaube, wir schicken ihn ganz Europa. Ja, stimmt, oder? Ja, gut. Dann danke soweit und gibt es Fragen? Ich kann auch mal. Wo sehen Sie denn momentan überbordende Überwachung in Österreich? Was wäre jetzt das Erste, was anzugehen wäre? Also es gibt ein paar Fixstarter, würde ich sie nennen. Also eben jene Teile, die aufgrund des, also es wurde jetzt 2017 und 2018 beim Überwachungspaket einiges beschlossen, was der VfG Hall im Dezember 2019 nicht aufgehoben hat. Das ist vor allem eben die Videoüberwachung. Und was bei einer Überwachungsgesamtrechnung rauskommen würde, ist eben auch die Anwendung von Gesichtserkennung, die es heute gibt, die, wie meine Kollegin Angelika Hans einmal gesagt hat, eben noch ohne Rechtsgrundlage passiert. Da glauben wir auch, dass die Technik einfach rechtlich nicht gedeckt ist. Dann die SIM-Kartenregistrierung ist genauso auch einer der Punkte, der aus unserer Sicht ganz dringend zu prüfen wäre. Die Aufweichung des Briefgeheimnisses ist ein ganz analoges Grundrecht, das uns weggenommen wurde und wo wir auch glauben, dass es für mehr Aufmerksamkeit bräuchte. IMSI-Catches sind wieder ein Beispiel, wo die Technik was kann, was das Gesetz nicht erlaubt. Und dann PNR, also die Fluggastdatenrichtlinie der EU, wo wir bei Gericht gerade noch anhängig sind mit einem Verfahren und leider nicht an den EuGH verwiesen wurden. Das ist auch was, wo man nationalstaatlich was zu tun hätte, wo aber auch, wie glaube ich jetzt am Sonntag rauskam, zumindest die innereuropäischen Flüge in Österreich ausgenommen sind von der Speicherung. Das sind jetzt immer so die Fixstarter, die uns auffallen. Ich glaube, dass man noch auf viel, viel, viel mehr drauf kommen würde mit so einer Überwachungsgesamtrechnung, vor allem auch an Punkten, wo Bestimmungen ungenügend, ineffektiv oder unverhältnismäßig sind, was sich halt erst aufgrund der Datenlage ergeben würde. Und ganz wichtig ist halt auch eben so, durch die Verwendung herauszufinden, ist das, was verwendet wird, überhaupt das gelindeste Mittel? Oder gäbe es andere Fälle, wo man da auch besser zum Ziel kommen könnte und auch zum Beispiel fragen, wie schaut der Rechtsschutz aus? Ja. Bitte. Also erst einmal eine Frage, die wundert so ein bisschen, dass dieses, jeder will eine App haben und von wegen Corona-App und so, das ist auch eine Überwachungsmethode, die noch dazu mit massiven psychologischen Druck, man kann mit einer Psy auch versucht, den durchzusetzen. Und das Zweite ist, das ist in der NSA-Debatte 2013, haben Ex-Geheimdienstler gesagt, passt auf, Massenüberwachung ist keine Spionage. Das hat uns zum Teil vorgetäuscht, dass man Sicherheitsrelevantes aus dieser Massenüberwachung tatsächlich gewinnen kann. Das ist tatsächlich nicht der Fall, weil das ist immer noch in erster Linie Human Intelligence. Und man kann, und das passiert auch in Österreich, man kann einzelne Personen, also bis zu den Autofahrten, total überwachen. Das passiert von ausländischen Geheimdiensten. Das passiert in Kooperation bzw. Landesverrat von österreichischen Nachrichtendiensten. Ein Beispiel ist, 2013, nach der Bundeserfolgsbefragung wurde bekannt, dass das Militärbefugnisgesetz geändert werden soll. Man hat da versucht, glaube ich, in die Vorratsdatenspeicherung dranzuhängen. Davon wusste der zuständige Minister der Bundesverfassung nichts. Der wurde immer abgeschottet, das heißt natürlich auch überwacht und unter Druck gesetzt. Die Justiz hat das immer gedeckt, die Justiz hat dann angefangen, mich zu verfolgen, weil ich das recherchiert habe. Und ich gehe jetzt davon aus, dass die Hintergründe sind, dass man Oligarchen nach Österreich hereinkommt, natürlich der Repasta, dass die mit der russischen Mafia und mit den russischen Geheimdiensten verbunden sind. Das dürfte auch die Antwort auf die Frage sein, warum unsere Regierung so sehr dahinterher ist, dass jeder diese depperte Corona-App hat. Und was ist Ihre konkrete Frage? Ja, ob Sie sich dessen überhaupt bewusst sind, dass es da nicht nur um staatliche Überwachung geht, sondern auch darum, dass der Staat zum Teil gekapert wird und dass zum Beispiel das Heeresabwehramt am Minister zu schützen. Ja? Und das Heeresabwehramt hat am Minister nicht geschützt und die weiß inzwischen, wer dort für russischen Geheimdienst gearbeitet hat. Ja? Einer davon ist wirklich so.
Danke, ich glaube, ich habe die Frage verstanden. Also zur Stock-Corona-App des Roten Kreuzes. Ja. Die haben wir jetzt hier nicht angeschaut, auch weil das Amt der Überwachung fertiggestellt wurde, noch bevor wir in den Lockdown gingen und diese Idee der App überhaupt geboren wurde. Und es wäre auch nicht wirklich Teil des Scopes, weil die App ja doch in Österreich von einem privaten Verein, dem Roten Kreuz, betrieben wurde, auch wenn es jetzt einen Ministerratsbeschluss gibt, der dem Ganzen doch einen gewissen offiziellen Gehalt gibt. Aber wie gesagt, das ist was, wo Sie auf unserem Blog und in den Interviews, die wir gegeben haben, ganz viel Aufklärung über die Funktion der App finden. Wir haben uns auch gemeinsam mit SBR Research und NOIP, der NGO von Max Schrems in Sourcewood, angeschaut. Also das ist nicht Thema der heutigen Pressekonferenz bezüglich der Geheimdienste. Naja, gefordert da hat er eine Zwangs-App, hat er so gefordert, ja, aber so hat er ein Maserleck getroffen zum Beispiel, ja. Wollen wir ja, und ich behandle nochmal den letzten Punkt bezüglich Geheimdiensten. Also das polizeiliche Staatsschutzgesetz, das BSDSG, die Rechtsgrundlage des BVDs, ist auch was, womit wir uns intensiv beschäftigt haben. Und wo wir auch mit einer gewissen Sorge auf die anstehende BVD-Reform blicken, aber wo auch sozusagen der geheimdienstliche Bereich spielt hier immer mit, von mir wird mit jemand wurde ja auch das kürzlich EuGH-Urteil zur Privacy Shield genannt, was ohne die Enthüllungen von Edward Snowden über die NSA-Überwachung nie in der Form zustande gekommen wäre. Also das ist auf jeden Fall immer auch Teil des Kommens. Gibt es weitere Fragen? Nur vielleicht ganz kurz zu dieser Corona-App was sagen. Das Wesentliche ist die Frage, ist es glaubhaft anonymisiert? Und die zweite Geschichte, wo wir auch als Richtervereinigung sehr darauf achten, ist die Frage der echten Freiwilligkeit. Die Frage der Verpflichtung ist ein sehr heikler Punkt. Aber wie steht man denn im Vergleich zu anderen europäischen Staaten da? Ist das auch irgendwie Teil gewesen oder kann man dazu was sagen? Hat Österreich viele Überwachungsmaßnahmen, weniger im Vergleich zu Deutschland oder anderen europäischen Ländern? Also wir konnten das jetzt im Detail nicht für die anderen europäischen Staaten auch machen, aber also das Erste dazu ist, dass ganz viele Überwachungsmaßnahmen im Moment aus der EU kommen und für die gesamte EU und für die Mitgliedstaaten verpflichtend sind, so zum Beispiel bei den Fluggastdaten. Da gab es die Beschwerden, die eben jetzt schon dem EuGH vorliegen aus Belgien und aus Deutschland, und deswegen dann unser Verfahren quasi in Warteposition ist, bis das abgehakt ist. Da kommen auch zum Beispiel ganz großflächige Überwachungsmaßnahmen an den Außengrenzen, wie zum Beispiel die verpflichtende Fingerabdruck, das verpflichtend machen auch für Personen, die kein Visum brauchen, für Drittstaatsangehörige die Fingerabdrücke abzugeben. Das Entry-Exit-System heißt das. Das heißt, da kommt ganz viel, das innerhalb der EU jedenfalls ähnlich ist. Zugleich hat die EU aber auch einen Datenschutzstandard, den es in vielen Teilen der Welt noch nicht gibt, der auch im polizeilichen Bereich betrifft. Also es gibt neben der Datenschutzgrundverordnung, und darauf stützen wir uns hier auch im Datenschutzbereich, die Richtlinie für Datenschutz im Bereich der Polizei und der Strafverfolgung. Das ist, soweit ich weiß, in weiten Teilen der restlichen Welt nicht so. Ist aber etwas, was auch ausgestrahlt hat. Also jedenfalls die DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung, ist etwas, was ja in vielen Ländern dann auch ähnlich übernommen worden ist, auch unter anderem, um Unternehmen sozusagen diesen Status zu gewähren und dann mit der EU also sozusagen den Datenaustausch zu ermöglichen und damit auch Produkte anbieten zu können innerhalb der EU. Die Debatten sind aber, glaube ich, tatsächlich, also der sozusagen die Sensibilität gegenüber diesen Dingen ist, glaube ich, wirklich sehr unterschiedlich. Und da sind auch innerhalb der EU, traditionellerweise Deutschland und Österreich, noch die sozusagen sehr stark auf diese Dinge pochen. Und auch diese Debatten sind sogar innerhalb der EU, außerhalb nichts, noch weniger wissen, das ist sehr viel weniger weit fortgeschritten. Das heißt, da würde ich fast sagen, sind wir im Vergleich fast noch irgendwie ein Land, wo das durchaus eine politische Debatte ist und wo es sozusagen auch diesen Anspruch aus der Bevölkerung gibt, was in anderen Ländern, glaube ich, leider nicht so ist. Vielen Dank.
eine Ergänzung, ist Österreich als erstes Land mit Grundrecht auf Datenschutz, die auch kein verfassungsmäßig ist. Mittlerweile ist es in der Grundrechtecharta, die es seit gut 10 Jahren gibt, verankert und sonst hat man das immer als Thema unter dem Titel der Privatheit, Grundrecht auf Privatheit abgehandelt. Es ist aus Anlass 10 Jahre Grundrechtecharta hat man debattiert, welcher Schwerpunkt soll in den nächsten 10 Jahren sein. Und natürlich ist das ein Schwerpunkt Grundrechte im digitalen Umfeld. Und man muss das erst richtig ausformulieren. Was bedeutet manche Maßnahme? Was ist technisch möglich, aber was hat das für Auswirkungen? Und in manchen Debatten, an sich sind die Juristinnen und Juristen sozusagen durchaus viel Selbstbewusstsein. Aber gegenüber den Technikern und Technikerinnen und insbesondere im IT-Bereich ist man fast eingeschüchtert. Und es ist viel mehr, sollten sich die Juristinnen und Juristen darum kümmern, um die Regelung. Aber es muss EU-weit sein. Wir können nur partiell im Einzelfall, das ist noch immer besser als gar nichts, aber in Wirklichkeit, das ist ja alles grenzüberschreitend. Also das ist diese, schon am Anfang gesagt, diese Sisyphus-Arbeit und die müssen wir leisten. Bitte. Darf ich Ihnen gleich ein Mikro wieder machen? Ja. Danke. Die vorige Regierung aus ÖVP und FPÖ hätte gerne mehr überwacht. Wie schaut es mit der jetzigen aus? Sehen Sie da eine Verbesserung, dass es möglich ist, da wieder jetzt was zurückzunehmen? Das ist eine gute Frage, die ich Ihnen auch aufgrund der Corona-Krise noch nicht wirklich beantworten kann, weil so lange hatte die Regierung jetzt noch nicht Zeit, neue Gesetze auf den Weg zu bringen. Ich bin sehr gespannt auf die Entwürfe des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes, des neuen TKGs, das sehr datenschutzrelevant sein kann, und auch die Straf- und Zivilrechtsreform aus dem Justizministerium. Ich glaube, da wird man zum ersten Mal sehen können, was so die Handschrift von Türkis Grün ist. Bei Türkis Blau ist das Urteil leider ein vernichtendes, weil man dort auch Überwachungsmaßnahmen mitgetragen hat, aktiv gefordert hat, die von der FPÖ vorher noch in der Opposition abgelehnt wurden, wie zum Beispiel der Bundestreinheit. Im Punkt Überwachungsgesamtrechnung gibt es die internationale Vorbilder, die man sich ins Auge gefasst hat, wie man so etwas. Ja, gute Frage. Also ich habe vorher schon eingangs erwähnt, dass es in gewissen amerikanischen Bundesstaaten so erste Ansätze dafür gibt. Das Konzept wurde in der Form eben 2010 vom Deutschen Bundesverfassungsgericht mal aufgeworfen, in der Literatur danach auch wirklich umfänglich diskutiert und sehr positiv diskutiert. Also ich glaube, das ist so der way to go. Und jetzt grob 10 Jahre nachdem das Höchstgericht diese Idee geboren hat, glaube ich, dass die Debatte vor allem in Deutschland und in Österreich im Moment geführt wird. Und Österreich hier sogar jetzt ein bisschen im Lead ist, dadurch, dass wir das im Regierungsprogramm haben. Es gibt in Einzelmaßnahmen durchaus ganz viele gute Beispiele, wie man Überwachungsmaßnahmen kontrollieren kann, vor allem im Bereich der Geheimdienstkontrolle, wenn man es jetzt an die Institutionen aufhängen will. Aber diese Gesamtschau als solche, da haben wir jetzt kein Land, auf das wir zeigen können, wo es schon gemacht wurde. Und umso hoffnungsvoller sind wir auch, dass das im Regierungsprogramm drinnen steht, dass das eine klare Aufgabe ist, die die Regierung sich gesetzt hat und an der wir sie auch messen werden müssen. Und die Legislaturperiode wird hoffentlich die 5 Jahre halten. Das heißt aber auch, man muss sich jetzt wirklich dran setzen und da, man redet ja hier auch auf Seite 155 im Regierungsprogramm von Einbindung von Expertinnen und Zivilgesellschaft. Das kann man heute machen. Also das ist durchaus kein kleiner Task. Wir haben auch immer schon allein bei den Publikationen, die wir rausgebracht haben, sehr viel Zeit gebraucht, als NGO natürlich, nicht mit den Ressourcen eines Ministeriums. Ich glaube, im Moment hakt es vor allem an der Einigung zwischen den Koalitionspartnern. Und da ist eben auch ganz klar die Verantwortung zu suchen. Hat sich
durch die Corona-Krise jetzt was verändert bezüglich Überwachung und Überwachungsgesamtrechnung? Ergo, wie wirkt sich die Krise konkret aus? Gibt es jetzt in Österreich mehr Überwachungsgesetze oder Verordnungen, die ja teilweise verfassungswidrig waren, so wie sie waren? Kann man dazu noch irgendwas sagen, was das für einen Einfluss hat? Das ist eine gute Frage. Also ich meine, grundsätzlich lässt sich sagen, dass natürlich die Maßnahmen, die seit Corona gesetzt wurden, an sich massive Grundrechtseingriffe sind. Eine Ausgangsbeschränkung und auch Geschäftsschließungen sind natürlich auch Grundrechtseinschränkungen. Die Frage ist, sind die angesichts der Pandemie verhältnismäßig? Und ich glaube, dass es schon eine Ausnahmesituation ist, in der wir jetzt gerade sind. Aber die handwerkliche Machart dieser Gesetze ist durchaus eine, die stark hinterfragenswürdig ist und nicht nur die Teile, die jetzt vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben wurden. Und gerade auch dann so Dinge wie das Hinzuziehen von Polizeibeamtinnen für die Erhebung von Covid-19-Symptomen ist auch eine Maßnahme, die wir als hochkritisch erachten. Ja? Und wie vorher gesagt, also ich glaube, dass die Regierung jetzt erst wieder in so etwas wie einen normalen Arbeitsmodus kommt und dass man daran erst dann wirklich die neue Handschrift ablesen wird. Ja. Also gesetzlich hat sich in diesem Bereich jetzt während Corona nicht so viel verändert, außer dass es halt diese Debatte um die App gab, aber das ist ja bekanntlich privat und auch nicht verpflichtend. Ich glaube aber, dass sich dadurch, also wenn es länger so mit diesen Verschiebungen bleibt, wird sich da in dem Bereich auch nicht verschieben, weil sich ja zum Beispiel auch die Datenlage einfach ändert. Das heißt, wir haben weniger Leute auf der Straße gehabt, zum Beispiel während dem Lockdown. Fluggastdaten sind in der Zeit sehr viel weniger relevant geworden, weil sie einfach sehr viel weniger umfangreich sind. Auf der anderen Seite sind die Menschen zu Hause im Homeoffice, haben vielleicht ungesicherte Netzwerke, haben. Es gibt sozusagen daran auch einen viel klareren, also zum Beispiel die Daten über den Energieverbrauch sind sehr viel aufschlussreicher, wenn es einen Ort gibt, an dem sich eine Person aufhält und er ist zu Hause und an einem Tag sozusagen geht das Licht nicht an in der Früh oder geht gar nichts an, dann weiß man, okay, die Person war nicht irgendwie ist früher in die Arbeit oder hat irgendwas anderes gemacht, sondern wo soll die Person sein? Also es gibt sozusagen irgendwie, kommt mir vor, ein bisschen eine Verschiebung von, welche Daten könnten relevant sein. Auf der anderen Seite gibt es ja auch eine Verschiebung, die wir jetzt noch nicht so grob, also nicht so komplett abschätzen können, aber von, welche Straftaten passieren überhaupt, welche Straftaten werden überhaupt verfolgt. Es gibt keinen Drogenhandel auf der Straße mehr, es gibt ja, weniger Einbruchsdiebstahl, oder, ja, weil die Leute halt zu Hause sind. Wenn Geschäfte zu sind, gibt es auch keinen Ladendiebstahl. Dafür gibt es möglicherweise mehr häusliche Gewalt, dafür gibt es möglicherweise noch mehr Cybercrime im Internet. Also auch da wird sich sozusagen dann vielleicht der Schwerpunkt der Verfolgung und der Überwachung verlagern. Und so. Aber gesetzlich haben wir es bis jetzt noch nicht so niedergeschlagen. Ja. Insbesondere mit Terrorismus und organisierter Kriminalität hört man seitens der Sicherheitsinstitutionen und Kräfte sehr oft den Ruf nach einer technologischen Waffengleichheit. Mit anderen Worten, was technisch möglich ist, will und glaubt man zu müssen, dass man es auch können muss. Was wäre dem aus eurer Sicht entgegenzusetzen? Ja, also diese Rufe gibt es natürlich immer, dass man immer das Maximum technisch Mögliche ausnutzen will, aber in dem Statement, das ich eingangs zitiert habe, wird diese Frage, glaube ich, schon adressiert, nämlich ja, die Technik erlaubt uns so gut wie alles im Hinblick auf Überwachung, Vermessung der Gesellschaft, jedes Einzelnen, vor allem der vulnerablen Teile. Aber es ist halt am Ende eine zivilisatorische Leistung, die auch grundrechtlich geboten ist, diesen Maximalweg nicht zu gehen, sondern das eben auf ein Maß zu reduzieren und auch da Beschränkungen einzuführen, damit eine freiheitliche Demokratie noch machbar ist. Ja. Und ich glaube, dass es hier auch ganz stark bei diesen Fragen darum geht, wo sich Europa positioniert,
zwischen den USA und China. Und dass hier eigentlich auch eine Chance für Europa ist, eine Technik zu haben, der man vertrauen kann. Und viele von diesen Überwachungsmethoden haben auch ganz viel mit der Frage von IT-Security zu tun. Von wie vertrauenswürdig ist die Technik, wie datensparsam ist die Technik. Weil sowohl in China wie in den USA sind wir eine Verschränkung von Überwachungsinteressen mit den Datensammlungsinteressen aus der Privatwirtschaft. Und ich würde mir da wünschen, dass es Europa da einen eigenen Weg geht. Und ich glaube auch, dass der einerseits jetzt bei viel mehr Menschen als Ziel angekommen ist durch Corona, weil die jetzt gemerkt haben, wie wichtig es ist, dass wir Technik haben, der wir vertrauen können. Und zweitens, glaube ich, auch am Ende des Tages ist es wirtschaftlich der richtige Weg, wenn Europa sich hier positioniert als ein Ort mit IT, dem man vertrauen kann, wo man nicht den staatlichen Interessen von diesem oder jenen anderen ausgeht. Ich möchte eine Sache hinzufügen zur Waffengleichheit. In den meisten Fällen ist es keine echte Waffengleichheit, weil es oft geht ja um Verschlüsselung und Spionagesoftware und das eine ist ein Schutz, das andere ist eine Waffe. So quasi eine Wand, und dann, die man auch für legitime Zwecke gebrauchen kann, und das andere noch der Bulldozer. Insofern ist meistens schon falsch, um Waffengleichheit zu sprechen. Gut. Wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, dann glaube ich, machen wir jetzt noch ein kurzes Foto mit den tollen gedruckten Handbüchern, die wir haben. Und ich darf Ihnen sich nur vielen herzlichen Dank fürs Reisen. Wir stehen dann noch für einzelne Gespräche. Thank you.